9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und der Krieg ist zu Ende. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch, True Warriors zu Clan Level 13. Super gemacht hier. Und ich habe davon so gut wie nichts mitbekommen. Aber dass wir den Clan Level 13 erreichen, war ja schon vor dem CK eigentlich klar, auch wenn wir den verloren hätten, aber wir haben ihn gut gewonnen. Und damit erstmal ein herzlich willkommen hier bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, da ist es natürlich super, jetzt schon die ersten Punkte hier wieder nach oder zum nächsten Clan Level eingefahren, nämlich 113 Stück. Ah, das passte ja zur letzten Folge, da waren es noch 113 zu Level 13 und jetzt haben wir schon 113 jenseits von Level 13. Ja, komisches Wortspiel. Aber egal. Ja, warum habe ich davon eigentlich nichts mitgekriegt und auch meine Angriffe sehr, sehr schlecht gemacht? Das lag einfach daran, dass wir ja zu einem heute Muttertag haben und zum anderen, völlig überraschend, zum Muttertag mein Bruder uns besucht hat. Also nicht nur mich, sondern auch meine Mutter. Und ich dann den gesamten Tag, also ab mittags, glaube ich, kam der plötzlich ganz überraschend, stand auf der Matte und wir haben uns einen schönen Tag gemacht, haben uns einen schönen Abend gemacht, einen schönen feuchten Abend und dementsprechend sahen auch meine Angriffe, vor allen Dingen mit dem Avatar-Account und auch mit dem Thorsten-Account, mein erster, die waren nicht wirklich gut, aber sie waren immerhin noch so gut, dass ich sagen kann, ich habe sie nicht verkackt, aber ich habe sie nicht gut gemacht. Das lag sicherlich an dem doch etwas gestiegenen Hopfeninhalt, den wir uns genehmigt hatten. Und wenn man sich so ein paar Jahre nicht gesehen hat, dann ist das natürlich umso schöner. Gerade zu so einem schönen Tag. Der Muttertag war ja auch eigentlich ein schöner Tag. Hat zwar mal geregnet, aber ansonsten war es doch ein gelungener Tag, muss ich sagen. Und dementsprechend kam vor allen Dingen heute keine Folge. Ich bin natürlich nicht dazu gekommen, mich da mal vor den Rechner zu setzen, hier eine Folge aufzunehmen, die dann noch abzumischen und so weiter. Also seht mir das nicht nach. Es kommen natürlich regelmäßig Videos und ich bin auch nicht von der Bildfläche weg. Aber ich habe es einfach wichtiger empfunden, die Tage mit meinem Bruder vor allen Dingen zu verbringen. Und der dann heute Abend auch schon wieder abreist, weil er natürlich auch wieder irgendwo arbeiten muss oder ich glaube, geht zurzeit zur Schule und dementsprechend auch noch eine lange Heimreise wieder vor sich hat. Und deswegen haben uns aber alle gefreut hier und ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses Video wieder und auf einige andere Videos. Eigentlich hatte ich nämlich vor zu streamen, aber da kam er mir natürlich so gar nicht entgegen und deswegen habe ich es dann vorgezogen, nicht zu streamen, etwas anderes zu machen und dann muss ich den Stream erstmal wieder ein bisschen aufheben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, aber für den Stream wäre natürlich diese Folge hier cool gewesen, live hier in Level 13 mit reinzukommen. Nur fehlt mir da im Moment ein bisschen die Zeit für und auch das notwendige, ich sag mal, der notwendige Schlaf, der fehlt mir vor allen Dingen, also ich sehe grausig aus. Und deswegen kann ich mich auch vor keiner Kamera im Moment blicken lassen. Aber schöne Kämpfe hier. Dennoch, ich habe ganz, ganz wenig gesehen. Erst jetzt so zum Ende des CKs konnte ich hier auch live so ein paar Angriffe sehen. Und die hier im unteren Bereich habe ich gänzlich verpennt. Ich bin dann auch viel, viel später hier eingestiegen in die Kämpfe hier. Ja, okay, das ist der Fips. 19 auf 16, hier sind wir, konnten wir sogar ein bisschen hochgehen. Das lag daran, dass unten zwei Bases waren, die jetzt, ich glaube, es war eine 8er und eine 7er, also die waren jetzt nicht ganz so schwer. Nee, stimmt gar nicht, es war ein 11er. Aber so ein gerushter 11er, also nur mit Max Drachen und hat bei uns auch nur 5 Sterne geschafft, also ist mit seinen Maxed Out Drachen bei uns auch nicht wirklich weitergekommen bei den RH9ern, da wir ja nur RH9er hatten.
Und trotzdem war der Gegner hier gut, fand ich. Und ich sehe gerade hier, das ist ein Go-Vibe. Ein Go-Vibe. Tipps macht ein Go-Vibe. Okay. Oh, da hinten ist natürlich ganz, ganz böse da oben mit der CB. Aber der Babydrache, geht er noch drauf? Ja, wenn er jetzt nochmal durch den Gift fliegt, jawohl. Oh, da hat er aber Glück gehabt. Aber, also wie gesagt, ich habe die Kämpfe hier selber auch noch nicht gesehen. Und deswegen, die Tesla-Farm da ist natürlich brutal hart. Kein Heiler da, aber er hat noch einen Heilzauber jetzt. Und hat ihn jetzt auch, hat da fast einen Doppelheil geworfen, sehe ich gerade. Ja, kommt jetzt aber noch ganz gemütlich mit seinen Trupskis hier durch die Base durch. King tankt natürlich richtig krass da mit dem Pekka. Jawohl, super gemacht da der Heil. Starker Kampf hier. Und richtig schön auf 3 Sterne gegangen hier, Rathaus. Jetzt erst gemacht. Kann man auch anders machen, also viele nehmen immer gerne das Rathaus mit, um wenigstens etwas zu schaffen, falls man dann den Angriff in die Dutten jagt. Aber der Fips macht das hier richtig gut. Jawohl, Donnerwetter. Ja, wie gesagt, ich habe überhaupt noch nichts gesehen von dem CK hier und sehe jetzt auch diese Kämpfe hier das erste Mal. War dann am Ende doch nochmal eine ganz schön knappe Sache. Na gut, 2 Päcker jetzt. Zwei Päcker und der Magier. Jawohl, die Queen macht jetzt noch das. Die Luftabwehr und dann waren das hier 100%. Super. Super gemacht. Jawohl. So, gucken wir mal hier oben, was eigentlich hier oben war. Die beiden haben wir leider nicht geschafft hier. Ach doch, die 14 ist noch gemacht worden, sehe ich gerade. Das waren auch 2 neuen Heilbar. Und wir sehen mal wieder einen Angriff von Hocke. Bei dem habe ich nur einen Stern geholt hier. Ich bin eigentlich von der gleichen Seite gekommen. Nur nicht mit Hexen, sondern nur mit Bowlern und Heilern. Aber die sind ja jämmerlich verreckt. Kurz nach dem großen Lager nämlich. Da ist ein ganzen Haufen Bomben liegen dort. Und da der Hocke jetzt natürlich wusste, wo hier die Bomben sind, springt er da auch nicht rein, sondern macht das schön aus der Ferne hier und macht hier unten dann den Funnel auf. Ja, das ist echt starker Angriff hier wieder von unserem Anführer. Und auch den sehe ich eigentlich das erste Mal, den Angriff. Aber ich habe natürlich die Base wieder erkannt, an der ich hier einen Stern nur geschafft habe. Also ich bin bis zum Rathaus gekommen mit meinen Truppen, aber wirklich auf eine letzte Notlage. Nämlich nur mit King und Queen. Alle anderen Truppen waren leider schon tot. Und er macht es ja aber richtig gut. Jawohl. So. Dann waren das hier schöne 3 Sterne auf die Base. Jawohl. Wo ist jetzt noch was offen? Ah, da, das dicke blöde Lager. Ja, das hat mich so abgenervt. Das nehme ich hier hinter. Mal gucken. Ah ne, die lösen gar nichts auf. Die laufen genau durch die Felder dazwischen. Auch nicht schlecht. Naja, kann nichts machen. Habe ich die Bomben halt vorher ausgelöst. Und haben hier oben aber auch noch gedreiert. Das kam noch dazu. Haben auch wieder im RH11-Bereich echt gute Kämpfe gehabt hier. 5 auf 8. Der Bookie auf Captain America. Ja, auch nicht schlecht. Und auch mit Bowlern Hexen. Ja, vielleicht sollte ich die doch mal trainieren. Ich bin da immer noch sehr, sehr unsicher. Und wenn ich das jetzt so sehe, wie spät er hier echt jetzt reinstartet in diese Base. Zündet, hat seinen Warden schon gezündet. Ja gut, jetzt brauchen die Truppen. Oh, da hat er entweder die Riesen vergessen. Oder die sind ganz bewusst geschickt. Weil die tanken jetzt ja gar nichts. Ah doch, die Tesla werden jetzt getankt von den Riesen. Oh, das ist nicht schlecht, die gehen jetzt ein bisschen rei rum. Das war natürlich nicht schlecht für die restlichen Truppen hier. Queen ist da allerdings auch noch in der Mitte und seine Queen kann er nicht mehr zünden. Dann werden es wohl die Bowler mit den Hexen hier gerissen haben, den Rest. Und da jetzt nur noch Punktschaden da ist, das heißt also, die Tesla gehen da nur immer auf ein Ziel, mal keinen Flächenschaden, ist das natürlich hier super, wenn die Skellies vor den Bowlern laufen und jetzt hier eigentlich die Bowler tanken. Das ist nur eine Hexe, hier sehe ich hier am Ende. Und
Ja, jetzt gehen die Bowler aber nochmal durch. Da kommen noch ein paar Skelette raus und dann das Rathaus als letztes gemacht hier. Ah, oh, super. Starker Angriff. Sauber. Und noch zwei Bogenschützen übergehabt. Die hätten es dann aber auch nicht mehr gerissen. Hier im oberen Bereich ist überhaupt nichts angebrannt. Schöner Angriff hier übrigens von Garagus. Das heißt also von einem sehr, sehr guten RH10-Spieler auf die Rathaus 11 Base hier. Also ich habe da leider noch keine Eier zu. Und ich habe auch geschrieben, wenn ich einen Elfer machen muss, dann ist das nur eine Lachnummer. Ja, nicht ganz so schlimm, aber er macht das hier schon richtig gut. Habe ich auch gedacht, Mensch, Donnerwetter, das ist super gefunnelt. Und hat hier auch richtig spät die Queen dann gleich gezündet, weil ich finde, die 14er Bogenschützentürme und dann auch noch die fette Kanone, die setzen der Queen schon ganz schön zu. Jetzt kommt gleich noch der tiefstehende Bogenschützenturm dazu und der Magierturm. Deswegen muss er jetzt gleich auch, glaube ich, die Queen dann zünden. Und denn der Schaden ist dann doch ein bisschen zu hoch. Das schaffen die Heiler nicht dagegen zu heilen. Und jetzt hat er echt gut gefunnelt. Jetzt macht er mit dem König hier das eine Lager weg und dann gehen alle Truppen hier jetzt Richtung Mitte. Mit einem Sprung bist du dann auch drin. Ich glaube, den setzt er dann auch auf den X-Bogen hier und geht richtig gut in die Base rein hier, jawohl. Donnerwetter. Das ist schon krass, muss man so sagen. Jawohl. Bis jetzt waren es erst 44%, aber da kommt er nochmal mit den Riesen, die tanken jetzt so ein bisschen den Bogenschützenturm da oben und er kann mit so ein paar Rest-Lakis hier noch am Rand den einen oder anderen Prozent holen. Das macht er jetzt auch. Ja, hat er sich richtig viele Luckys mitgenommen hier noch, um außen noch so ein paar Prozente einzuholen. Aber ist jetzt schon bei 52, also zwei Sterne auf die Base waren super zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich klasse, wenn du so einen guten Zehner hast, der hier auch hohe Elfer macht und vor allen Dingen auch noch ganz nette Prozente holt. Also das ist ja schon gar nicht übel, so über 60% hier. Mal gucken. Es geht natürlich die Adler-Dev immer schön auf Lucky. Mal sehen, ob der noch was packt, aber da eine Lucky da hinten hat noch ein Lager gepackt und der hier, mal sehen, ob der noch das Lager, jawohl, auch noch 62%, hammerhart. Wirklich gelungener Angriff hier von Garagus auf die Nummer 2 und echt schöne Sterne hier. Ja, ich denke mal, das ist eigentlich auch gewesen, 66-62, und ihr habt es ja gesehen, ich habe auch ein bisschen Bonus erhalten, das heißt, ihr habt beide Angriffe immerhin gewonnen. Bin jetzt erstmal mit einem RH9 raus. Zwei RH9 sind jetzt aber zusätzlich wieder bei mir drin. Kleines Dorf-Update gibt es auch. Ich habe es endlich geschafft mit Bonus und allen drum und dran. Ich meine, ich habe hier jetzt wieder ein bisschen was drin. Aber hier meine nächste Kanone auf Level 13 zu ziehen und habe jetzt wieder zwei Bauarbeiter frei. Habe eine Mauer, meine ich. Ja, ich habe eine Mauer gemacht. Forschung braucht noch ein paar Tage, aber ich spare jetzt erstmal wieder ein bisschen. Spiele auch das Event hier. Habe auch schon jetzt einmal gewonnen. Habt ihr jetzt noch zweimal nachtrainiert, also das ist eher unspektakulär. Ein paar Minions nutzen und da, wo ich im Moment bin, ist das auch ganz einfach. Da habe ich es mit den Accounts, wo ich ein Meister bin, etwas schwieriger, aber auch da schaffe ich das sicherlich. Und dann geht das hier auch weiter. Jetzt muss ich mal eben was checken, wie viel wir denn eigentlich sind. Oh, wir sind nur 17, okay, das ist natürlich fürchterlich wenig. Dann müssen wir 15er gleich mal anfangen zu spielen und... Ich denke, das ist aber erstmal gewesen. Also sorry nochmal, dass jetzt am Sonntag keine Folge kam und wir hoffentlich einen schönen Muttertag hatten. Und ich verbleibe einfach bis zu den nächsten Videos. Euer Toto. Clashed.